Ich habe in der Zwischenzeit neue Ausrüstung mir erfarmt. Die Bluttrinker-Kettenklinge, das ist die Odo. Odogarnath? Heißt er so? Odogaron, steht da ja. Odogaron. Die Odogaron-Waffe. Und ja. Es hatte diesen grauen Elementschaden. Und der wird halt aktiviert durch den Effekt hier. Den hier. Schalte das verborgene Element deiner Waffe frei und erhöhe die Ladekapazität des Bogengewehrs. Also dieses verborgene Element wird dadurch freigeschaltet. Ich habe es auf Stufe 2. Ist ja 200. Das kann ja gar nicht. Das wären ja dann 180. Die Waffe. Was ist denn mit der Waffe los? Irgendwas ist verkehrt mit der Rechnung. Ich meine, die hatte ja 210 Elementschaden. Oder hatte die 180? Muss ja dann 180 sein. Auf jeden Fall die hier. Moment. Die. Hier ist einmal Superwaffe drauf. Das macht ein Drittel davon, also 60. Und das, der Talisman. Dadurch habe ich Superwaffe auf Stufe 2. Das schaltet dann quasi zwei Drittel dieses verborgenen Elements frei. Und das verborgene Element sind maximal 180, anscheinend. Ich meine, es waren 210, aber dann habe ich mich wohl vertan. Naja, Anmeldebonus, jo. Diese Event-Quests. Außer Lektionen der Wildnis, das ist ja klar. Da kriegst du ja dein Equip, aber. Was bringen mir diese Event-Quests? Naja, dieses Dankeschön-Geschenk habe ich auch noch nicht. Naja, ich mache die Quest weiter, meine Hauptquest. Rosige Aussichten, da muss ich ein High-Rank-Anjanat jagen. Wird hart, aber ich habe neues Equip. Habt ihr auch gerade gesehen, also hier nochmal. Ich habe ja noch nicht alles erzählt. Also ich habe diese Waffe. Das mit dem Element habe ich erklärt. Affinität 20%, 20% Crit, also. 210 Angriff, klar. Knochenhelm habe ich immer noch, habe noch keinen neuen. Dann habe ich die Panzerung. Odogaron Panzerung Alpha. Hat schnelles Schärfen. Ja. Sonst hohe Verteidigung, ein bisschen Resistenz, ein bisschen negative Zoraklauen, wie gesagt, wegen dem Effekt, Superwaffe. Hat auch ganz nette Werte. Dann habe ich hier noch die Häftring, habe ich immer noch Knochen. Anjanat Beinschienen Beta. Wieso habe ich das denn gecraftet? Scheiße, ey. Na gut, ja, ansonsten Talisman wegen der Superwaffe und Gesundheitsbooster. Alles klar. Ausrüstung habe ich genug dabei. Futtern kann ich auch dort. So gesehen. Ich versuch's erstmal alleine. Ich denke, sowas ist allein auch besser. Dann kann man auch sehen, ja, wenn man K.O. geht, dann ist man halt selber schuld. Mit einer Gruppe zu viert kann das schnell mal ganz plötzlich passieren, dass die Mission durch ist. Mit einem Schlag. Also wenn er zwei gleichzeitig ausnockt oder so.
alles schon passiert. So. Alles klar, danke. Dann Truhe. Ist sie versteckt hinterm Busch? Das nehme ich auch mal gerne mit. So. Brauche ich nicht, aber falls ich irgendwann mal Fernkampfwaffe spiele. Da ist er auch schon. Markieren wir ihn. Gehen wir auch direkt zu ihm. Ich hoffe, der wird nicht allzu hart, weil... Obwohl, eigentlich ist es sogar cooler, wenn er schwieriger ist. Quasi mehr. Bisher gab es nicht wirklich so schwere Gegner. Der Odogaron war sogar schon sehr gut. Aber ich bin auch unterequipped. Du Scheiße, der macht. Ja, 2/3 Leben. Muss ich auch. Auf jeden Fall. Die Waffe ist schon cool optisch. Das sind so Nunchakus. Die ähnliche haben bestimmt einen richtigen Namen. Sind ja ganz offensichtlich keine Chakos, aber sind so zwei Bergsteigerhaken mit einer Kette verbunden jeweils. Feuerdamage ist vielleicht nicht das Beste. Alter, Alter! Aber blaue Schärfe, die Waffe, das ist super. Was war das? Ich mache auch nicht so viel Schaden an dem. Alles einstellen. Ist das normal? Das wenn wir Resistenzen.
schön zwischen den beiden da. Kriegt er mich auch nicht. Schon flüchtet er. Das ist schon mal gut, dass er das macht. Wo ist denn der da? Ach. Shit. Dem Palico muss ich aber auch eine neue Rüstung geben. Aber er kippt. Er kippt auf jeden Fall. Taumelt er? Ich glaube nicht. Ne. Das ist nur sein normaler Dino-Gang. Aber, ja, solo habe ich wesentlich weniger Probleme als online. Dauert aber auch länger. Also wenn es online erfolgreich ist, dann ist es schon einstellig, zeitlich, unter 10 Minuten. Und hier brauche ich vielleicht das Doppelte, aber dafür halt fast garantiert. Oder eigentlich schon garantiert. Ich hab jetzt noch nichts gefailt in der Story. In den Story Quests. Ich hab das Gefühl. What the fuck?
aus Versehen. Oh Gott. So, schnell Waffe schärfen. Guck, wie schnell das geht. Da wollte er nicht mal mich hauen, glaube ich. Aber es ist ja direkt hier vor der Haustür anscheinend. Da gab es auch einen Drop. Den habe ich nicht aufgehoben. Aber ich höre sie ja jetzt schon von hier, ey. Ich glaube, die Drops bleiben da aber nicht so lange. Das ist nicht der Drop, den ich meinte. Da ist aber noch einer. Der Fight vorhin. Oh, schade. Na gut. Was? Jo, jetzt wird's knapp. Ich habe auch keine Falle, nee. Der ist hungrig. Ich habe noch 3 Tränke. Du Scheiße, übertreibt er jetzt. Ja. Ja. Jo, Scheiße gelaufen. Da hat er mich quasi geone-shottet. Mich umgeschmissen und auf dem Boden nochmal. Naja. Ich mach dann lieber. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Ich
schau mir das mal eben an. Also Feuer hat er gut Resistenz anscheinend, ja. Dann wechseln wir das einfach mal. +210 plus 20 Crit. Es hat minus 20 Crit, aber Explosionsschaden. Ich könnte die vereidigten Degen plus bauen, glaube ich. Schau mal eben. Die haben nämlich Wasser-Damage. Die sind eventuell momentan besser. Ach, da sind sie. Da fehlt mir Korallenkristall, aber. Das Ding ist, im Korallenhochland gibt es nicht so viele Mining Points. Dann hätte ich aber zumindest eine Waffe mit Wasserdamage. Dann würde ich auch schneller Schaden drauf machen und den vielleicht schneller killen. Und eine Falle werde ich mir auch noch basteln. Dann spare ich mir den Rest. Das Ende, wo der halt schon krass ausrastet und gefühlt auch mehr Schaden macht. Wahrscheinlich macht er auch mehr Schaden. Dann spare ich mir den Rest. Das Ende quasi. Sobald der taumelt, weg mit ihm. Vorbereitungssache. Das würde halt auch dem Achievement oder der Trophäe entgegenkommen, wo ich 50 Monster fangen muss. Ach, der übergreifenden Quest bin ich auch schon relativ nah. Noch so das letzte Achtel oder so. Ich sehe das Kraut nicht. Wo denn? Das nehme ich aber mit. Den Vogel auch, den kann ich nämlich in der Wohnung aufstellen. Ach, man kann auch noch hoch die Seilbahn, ja. Ist technisch beeindruckend.
was hier möglich ist. Nehmen. Hä, wo war denn der? Ach, da. Eins, zwei. Ich glaube, ich brauche sechs. Expeditionen sind auch gar nicht mal so schlecht, um Materialien zu sammeln. Also den Odogaron habe ich zum Beispiel auf einer Expedition nicht gekillt. Der ist abgehauen, weil ich zu langsam war, aber ich habe trotzdem irgendwie bestimmt 10 Materialien bekommen. Ohne den zu töten. Hier ein paar mehr von denen hier. Meine Buddies. Ich könnte die Quest natürlich auch online machen. Mache ich vielleicht gleich mal. Nachdem ich das Material habe. Könnte aber. Schwierig, ich habe drei jetzt, glaube ich. Die respawnen noch länger nicht. Der wäre noch da. Unten scheint es so, als würde es gar keine geben. Okay. Also ist das jetzt hier das Letzte. Ganz schön langer Weg, ey. Moment. Kann ich doch abkürzen. Kann ich doch einfach hier hin. Nee, nee. Der kann ruhig weg. Da waren, glaube ich, mehrere. An der Stelle hier gleich. Mich mal in Ruhe, ey. Oh, neblig und bisschen FPS-Drops gehabt. Hier sind zwei mindestens. Gut, danke. Ein Korallenkristall. Oh, auch nur einer.
Was ist denn das hier? Einfach nur ein Luftstrom. Okay. Ist das Kraut? Das sieht nach Kraut aus. Es ist Kraut. So. Dann müsste auf dieser Etage das ja schon gerespawnt sein. Yep. Dafür muss ich wieder hoch. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Sprung? Aber gut, ist eine gute Abkürzung. Jetzt bin ich wieder hier. Sieben Stück, das ist mehr als ausreichend. Glaube ich. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Expedition beende, kriege ich noch einen. Ja, jetzt habe ich sowieso genug. Yep, einen krieg ich hier und noch einen. So, jetzt kann ich es craften und die Quest ein zweites Mal starten. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Oh, du bist's. Bist du ja, Fünfer. Das habe ich noch nicht, aber das? Das hat Schlaf und 20 Crit. Das ist ja geil. Doppelzerstörer. Alles klar, ich will aber diese Giftwaffe. Ach, die kann ich sogar craften. Ach. Geil. Ach ja, die hat ja dieses verborgene Element hier, ne? Ich schau mal eben. Ist das mit einberechnet? Das nicht ausblenden. Es ist natürlich behindert, wenn ich das Equip anhab. Na gut, ich bin ja hierfür da. Mir fehlen 2000 Gold. Oh, what?
Kann ich hier Objekte verkaufen? Nee. Muss ich zu einem richtigen Händler unten. Schön. Dann müsste ich 15 Machtsamen verkaufen. Ohne Scheiß, ich bin in Not hier, muss ich echt die Mission, ja, egal. Vielleicht joinen ja noch welche. So. Die Verteidigung auf jeden Fall boosten. Wie viel habe ich? Und nee, 225. Aufbrechen. Ist der jetzt gekartet? Weil der steht schon sorry, also. Ja, ist er. Wow. Keine guten Voraussetzungen. Der gute Duragon ist schon mal K.O. gegangen. Er und sein treuer Gefährte Nier. Okay. Da haben wir ihn. Er hat die Rüstung, die Dings hat. Der Chef hier. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt.
noch jemand ist dazu. Noch zwei Leute sind dazu gekommen. Also FPS-mäßig habe ich bisher eigentlich nicht Probleme, sind keine stabilen 30 FPS. Also sieht man auch jetzt hier, wenn man hier jetzt so... wenn man halt in dem Viech drin ist. Aber es ist gar kein Unterschied. Nicht wirklich. Wenn man ja eh nichts sieht. Kommen sie. Und ich sehe schon, der eine ist fast tot. Was ist der denn für eine Kackrüstung? Er hat diese... Oh Gott, ey. Was ist denn los mit euch? Ey. Alter. Der versteht sein Handwerk.
Wollte ich nicht. Oh, ein Barot. Die haben sich geeinigt. Okay. Nicht mehr so lang. Das ist, Duragon, schon wieder. Was ist los mit dir? Na gut. Ja, das war's trotzdem mit dem Part. Im nächsten Part versuchen wir es weiter. Oder wir farmen. Ich weiß es noch nicht. Aber wahrscheinlich, ich will die Quest schon durchhaben. Ein paar Versuche, dann klappt das schon. Bis dann. Dieser Unruhestifter wird noch mehr.